und seltsam, trotzdem viel aufwendiger. Tja, Cheats. Protonordische Runen. Oder Safe Games, kann ich runterladen. Mal sehen. Reich des Nebels. Das ist Niflheim, das Reich der Toten. Nicht Avalon, sondern das nordische Äquivalent. Verdammt, dann sind wir falsch, oder? Ja. Wir sind nämlich gar nicht in Avalon, wo wir hin wollten, sondern halt in Niflheim. Und das heißt, wir sind falsch. Ist das nicht super? Naja. Aber wir werden keine Gruppe gute Grabräuberin, also Tomb Raiderin. Tomb Raiderin. Wenn wir das Grab hier nicht trotzdem alles ja, ausrauben und so würden. Ja, wir müssen nicht unbedingt die Dinger zerschießen. Wir können sie auch einfach die können sie auch einfach zertreten, genau. Mit nackten Füßen. Oh gut. Das tut vielleicht weh, aber gut. Alles klar. Dann möchte ich da runterfallen. Ja, das sieht jetzt gerade nicht tödlich aus, also ja. Okay. Komme ich jetzt auch wieder nach oben? Ja. Gut. Das wäre es hier wesentlich. Komme runter, aber nicht wieder hoch. Hä? Ja, gut. Man kann immer noch... Also, es gibt immer noch Stellen, wo man abrutschen kann. Verdammt. Warte mal. Das ist nicht mein Ziel. Ich weiß, wo es lang geht. Ja, 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 ja. Nämlich... verdammt, ich will nach oben. Ich kann nicht nach oben, verdammt. Gut, dann weiß ich doch nicht, wo es lang geht. Ich gehe einfach mal wieder zurück. Ist wahrscheinlich falsch, aber egal. Ja, sie macht wieder ihre Übungen. Du sollst da drauf. Geh doch. Okay, sie will nicht da drauf. Mit dem Kopf in der Wand. Schon klar. Das, also man, die Kamera war gerade ein bisschen blöd gerichtet. Das konnte man jetzt gerade nicht sehen. Ah, hier geht's lang. Ach so. Ja, fail. Aber sie war wirklich mit dem Kopf in der Decke drin. Guckt euch mal die Beine ganz genau an. Die sind jetzt dreckig. Ja, ja, schöne Effekte. Und runter. So. Dann hier hoch. Oh, blaues Feuer. Ja, ist realistisch. Ja, da ist noch gelbes Feuer und hier ist blaues. Ja, da hinten ist auch blaues. Verdammt. Na egal, ich will zum ersten Quicktime-Event. Mein Gott. Ist das denn so schwer? Liebe Quicktime-Events einfach. Bitte Quicktime. Ja! Okay, Quicktime-Event. Oder? Oh Mann. Oh, der ist ja nett. Ja. Na, hallo. Ich ist er so blind, wie er aussieht. Darf ich euch meinen Kumpel vorstellen? Mr. Tintenfisch. Schüsse verletzen ihn nicht, was schlecht ist, aber who cares? Wenn man übrigens schießt, dann wieder aus dem Zielmodus rausgeht, also die Waffen wieder holstert und dann wieder zielt, dann ist direkt wieder nachgeladen. Also muss man nicht... Es gibt gar keine andere Möglichkeit nachzuladen, oder? Ich glaube, Lara lädt nur automatisch nach, wenn die Munition leer ist. Naja, egal. Doch kein Quicktime-Event. Mano! Ich will ein Quicktime-Event. Verdammt. Oder wurden die in diesem Spiel abgeschafft? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall gab es in den anderen Two-Player-Teilen Quicktime-Events. Ja. Will ich da hin? Ja, komm. Da will ich hin. Da will ich voll hin, Alter. Also ich denke, das Ziel sollte klar sein. Mit der Kamera. Kann man jetzt nicht mehr Kamerafahren nennen, sondern einfach Kamera. Wir müssen halt diese Befestigung, die über dem Riesentintenfisch angebracht ist, zerstören. Damit sie halt runterfällt. Da, genau das da. Und das gefällt mir nicht, dass der sich da so an die Säulen klammert.
Ich glaube, das wäre nicht gut, wenn wir die berühren oder so. Verdammt, hier geht's nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Ja. Interessant. Alles klar. War meine Vermutung richtig. Gut. Wäre es eigentlich gut, jetzt runterzurutschen? Nein, ich will es nicht riskieren. Spring bitte ab. Das war knapp. Bitte nicht mehr so knapp, okay? Springt sie nach der Kamera, oder? Nein, okay. Sie springt nicht nach der Kamera, sondern nach dem, wo sie halt sich hinrichtet. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn wir da jetzt dran springen, aber ich riskiere es einfach mal. Ja gut, das war dann wohl nicht so gut. Was zum Teufel? Ich habe das Spiel geglitscht. Oh, ich freue mich. Jetzt bin ich unten. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich glaube, es ist schlecht. Und ich glaube, dass der Tintenfisch mich gleich ganz schön überraschen wird, wenn er mich tötet. Okay, vielleicht doch nicht. Hier ist nämlich ein Schatz und wenn der Tintenfisch uns instant deffen würde, dann könnte man den gar nicht bekommen. Also von daher. Wow! Aufpassen, Freundin. Mach keine dummen Dinge. Was wird das denn? Jetzt bist du aber ganz schön Prince of Persia. Bist jetzt in den Prinz von Persien verliebt, Lara, ey. Was sollte das denn? Nein, ich wollte sprinten. Wir sind jetzt, glaube ich, woanders als vorhin, oder? Es gibt aber wirklich sehr viele offensichtliche Schätze. Unglaublich. Naja, gut. Ich denke mal, wir können jetzt auch mal... Nein. Eine andere Waffe auswählen. Warum haben wir noch 25 Schuss? Ich habe doch eben eine abgefeuert. Hä? Okay. Keine Ahnung, warum er die Munition jetzt wieder aufgefüllt hat, aber egal. Naja, gut. Mir soll's recht sein. Boah, den Nisa wollte ich euch jetzt nicht antun, ne. Das gehört einfach nicht in Let's Plays. Alles klar, da war eine Säule. Ich weiß nicht, ob ich da dran soll. Moment. Oh Mann. Neuer Nisa. Naja, gut. Hab die Nase jetzt mal ein wenig gesäubert. Das heißt, ich sollte jetzt auch nicht mehr hochziehen müssen. Also, ist wieder alles gut. Wir können hier was mit dem Haken machen, hallo? Ja, oder auch nicht. Hier war doch gerade eine Andockstelle für den Haken. Ich habe doch gerade gesehen, Kuh. Hä? Hallo, was soll das? Ja, da, was? Ich geh mal, warte mal. Oh, hallo. Oh, das tut ihm anscheinend nicht gut. Die Feuerrate sind im Spiel wirklich so niedrig von den Pistolen. Da bringt auch Button Smashing nichts. Kacke. Roundhouse Kick. Roundhouse Kick. Wir stehen in der Luft. Aha. What the fuck? Okay. Ja, Lara ist eine Göttin. Die kann in der Luft stehen. Die kann sowas. Ja, wenn ich meine Kamera nach links bewege, dann hält sich daran fest. Aber wenn ich sie praktisch genau da drauf richte, dann nicht. Okay. Kann ich da auch irgendwie was dran machen? Hallo? Guckt euch übrigens mal das Seil an. Jetzt. Es geht einfach durch alles durch. Was zum Teufel? Das habe ich nicht in Erinnerung. Aber okay. Alles klar. Habe ich halt was Falsches in Erinnerung. Egal, so, ziehen wir mal. Ja, wir können es ziehen. Okay, ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Was hat das jetzt gebracht? Lässt los? Ja, okay. Ja. Was genau hat das jetzt gebracht? Ich keine Ahnung haben. Gib so weg! Du störst mich! Verdammt. Tintenfisch will nicht weggehen. Na egal. Nach oben. Hier. Bitte bisschen schneller.
So, wo sind wir jetzt? Ja, Lara kann nicht mehr so unnatürlich weit springen wie in den älteren Tomb Raider Teilen. Das finde ich gut. Ist das realistisch? Manchmal ist es halt auch schlecht. Ich denke, wir hätten das von hier erst machen sollen. Also, das Ziehen. Jetzt haben wir dich verjagt, wa? Jetzt bist du sauer. Ich überlege gerade, ob das gut ist. Die Plattform geht zurück. Das ist jedenfalls nicht gut. Warum habe ich die Plattform denn zurückgeholt? Das finde ich nicht toll. Nö. Springen wir mal da drauf. Hat das irgendwas gebracht? Wieso kann ich mich... Ich kann mich gerade nicht bewegen. Na ja, gut. Wow, 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 wow. Boah, das war knapp. Ja, sie kann auch so einen Kick machen. Das ist auch ganz cool. Geht's auch rückwärts? Ja.